Für Wirtschaftsminister Dieter Posch galt es heute in Wiesbaden, Rede und Antwort zu stehen. Für die Opposition ging es dabei in erster Linie um die Frage, zieht die Landesregierung die richtigen Schlüsse aus dem gestrigen Urteil? Dem Wirtschaftsminister jedenfalls lieferte die Entscheidung von Leipzig eine grundlegende Erkenntnis. Die Konsequenz dieses Urteils ist die, dass das Bundesverwaltungsgericht erstmals in aller Deutlichkeit gesagt hat, auch ein internationales Drehkreuz wie der Frankfurter Flughafen ist ja in der Premier League, was Fracht und Passage anbelangt, muss Einschränkungen hinnehmen. Das ist die Botschaft und die werden wir umsetzen. Heißt konkret, Umsetzung eines Nachtflugverbots, wie es im ursprünglichen Mediationsverfahren einmal vorgesehen war. Und das ohne Ausnahmen. Darüber hinaus gab es von Seiten der Landesregierung einen für einige durchaus überraschenden Appell an die Adresse der Fluggesellschaften. Diese zeigten sich gestern überaus bestürzt vom Ergebnis des vom Bundesverwaltungsgericht ausgetragenen Revisionsverfahrens gegen das vorläufige Nachtflugverbot. Für sie gelte es, dass sie erkennen müssen, das Nachtflugverbot ist für uns unabdingbar. Diese klare Aussage, nachts ist Ruhe am Himmel über Frankfurt, die steht. Und da sollten die Airlines auch mal erkennen, dass irgendwo dieser Ausgleich in den Interessen abgewogen stattgefunden hat. Und das ist das, was ich sage. Auf die Erfahrungen der Vergangenheit verweisend, zeigte man sich bei der Opposition bezüglich derartiger Bekenntnisse der Regierungsfraktion aber durchaus misstrauisch. Dort wurde immer wieder gesagt, man sei für Nachtruhe, hat aber dagegen geklagt. Insofern ist die Zeit für politische Erklärungen, die belanglos sind, vorbei. Wir erwarten klare Regeln, wir erwarten sie auch zügig. Aus Sicht der Opposition ist es jetzt an der Zeit, einen weiteren Schritt auf die vom Fluglärm betroffenen Menschen zuzugehen. Gerade in Bezug auf die sogenannten Nachtrandstunden ließ das Leipziger Urteil nämlich durchaus Spielraum. Tagähnliche Lärmspitzen sollen aber laut Bundesverfassungsgericht in den Übergangszeiten vermieden werden. Die Nacht dauert nicht 6 Stunden, sondern die Nacht dauert im Gesetz 8 Stunden, und zwar von 22 bis 6 Uhr. Sie haben ja die absurde Situation, dass Sie bei Ostwind in Flörsheim, wenn Ihr Nachbar um 22.30 Uhr den Rasen mähen würde, könnten Sie die Polizei rufen und sagen, stellen Sie den Rasenmäher ab, obwohl Sie den Rasenmäher gar nicht hören würden vor lauter Fluglärm. Das zeigt schon, was das Problem ist. Und insofern werden wir natürlich weiter dafür kämpfen, dass wir auch in diesen Nachtrandstunden eine Entlastung bekommen und nicht etwa noch ein darüber hinausgehen über das, was das Bundesverwaltungsgericht jetzt gesagt hat. Fortsetzung folgt.